Das hat vor Lutz Eichholz noch niemand gewagt. Mit dem Einrad 5600 Meter vom Gipfel ins Tal. Der Deutsche hat sich dafür den Damavand in Iran ausgesucht. Ist für mich einfach schön zu sehen, wenn Dinge, die unmöglich schienen, auf einmal möglich werden. Und es ist ein bisschen eine Sisyphus-Arbeit. Also manchmal frage ich mich selbst auch, warum mache ich das? Warum trage ich jetzt 12 Stunden mein Einrad einen Berg hoch, nur um zu sehen, dass es vielleicht doch ein bisschen zu schwer ist und ich überhaupt nicht runterfahren kann? Aber jedes Mal ist dieses Erlebnis im Nachhinein so schön, dass ich da noch lange ran zehren kann, wenn ich dann wieder zu Hause in Kaiserslautern bin. Vor 10 Jahren ist Lutz Eichholz zum ersten Mal aufs Einrad gestiegen. Inzwischen ist der 4-fache Weltmeister Profisportler. Er hat mehrere Sponsoren, die ihn unterstützen. Außerdem verdient er sein Geld mit Auftritten in Fernsehshows und bei Veranstaltungen. Angefangen habe ich durch meine Schwester. Das war jetzt irgendwie einfach nur, mach mal irgendeinen Sport mäßig. Aber als ich dann bei meinem ersten großen Wettkampf in China Chris Holm gesehen habe, einen bekannten kanadischen Einradfahrer, wie der die Berge darunter rast, das war für mich so die Zündung, dass ich sofort wusste, das will ich machen, ich will in die Berge, ich will nicht nur in der Turnhalle fahren. Und das hat mich unheimlich motiviert. Seit 2009 ist Lutz Eichholz in den Bergen unterwegs. Wie hier auf 3000 Metern in den italienischen Dolomiten. Auf einem speziellen Einrad mit extra dicken Reifen und einer Bremse. Wie jeder Extremsportler kommt auch Lutz Eichholz nicht ohne Blessuren davon. Aber in den Bergen hat er sich noch nie verletzt. 2011 hat er die Alpen überquert. Bei den Bergabfahrten ist das größte Risiko, dass man an einer Stelle stürzt, wo man nicht stürzen darf. Also weil es halt zu sehr runter geht, da muss man immer genau überlegen, kann ich das oder kann ich das nicht. Also da gibt es nichts dazwischen, sondern nur 100% oder halt dann doch mal das Rad wieder runtertragen. Und dazu gehört sehr viel Erfahrung, dass man halt genau abwägen kann, ob es möglich ist oder nicht. Auf der Slackline hält Lutz Eichholz den Einrad-Weltrekord. Laut Guinness-Buch der Rekorde exakt 15,66 Meter. Insgesamt hat Lutz Eichholz mit dem Einrad schon 6 Weltrekorde aufgestellt. Zum Beispiel auch den für den schnellsten Lauf über 10 Hürden. Ein anderer, der höchste Sprung mit einem Einrad. Immerhin fast 6 Meter. Gerade wenn Rekord schon da ist und man hat gedacht, okay, ich kann jetzt nicht länger auf der Slackline fahren als 15 Meter, dann ist es natürlich unheimlich motivierend, wenn man versucht, das nochmal zu schlagen. Oder wenn vielleicht dann doch auch mal ein anderer langsam an die Strecke rankommt und man sagt, ich will nochmal eine Schippe drauflegen. Und das hilft einfach. Ich fahre seit sehr, sehr vielen Jahren Einrad, dass ich immer motiviert bleibe, um da wieder regelmäßig zu trainieren. Lutz Eichholz trainiert gemeinsam mit seiner Freundin Giulia Tessari. Die Italienerin ist selbst viel in den Bergen und macht sich in der Regel keine Sorgen um Lutz. Aber bei seinem letzten und extremsten Projekt, der Abfahrt vom Damavand in Iran, war das anders. Also das hätte ich auch nicht vorher gedacht. Vor dem Iran-Projekt, ich war nur ihm unterstützen. Ich dachte, ja, das wird super. Und dann, als er weg war, ich dachte schon, der könnte sich auch nicht so oft melden. Und ich habe auf mein Handy geguckt, ob eine Nachricht gekommen ist. Und nee, da habe ich mir schon ein bisschen Sorge gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Auf die Abfahrt vom Damavand in Iran hat Lutz Eichholz sich 3 Jahre lang vorbereitet. Der Gipfel ist zwar relativ einfach zu begehen, aber die Luft ist extrem dünn. Deshalb leiden viele an der Höhenkrankheit. Viele unterschätzen den Berg, denn er ist nur 5600 Meter hoch und man gelangt auf Wanderwegen zum Gipfel. Aber das hat nichts zu bedeuten. Ich habe ausführlich mit Lutz gesprochen und dann war mir klar, wenn es jemand schafft, dann er. Den Gipfel erreicht das Team nach 4 Tagen. Vorher mussten sie einen Kameramann mit gebrochenem Fuß wieder vom Berg bringen. Ein anderer Begleiter litt an der Höhenkrankheit und musste vorzeitig absteigen. Und auch Lutz Eichholz hat mit den widrigen Bedingungen zu kämpfen, zum Beispiel extremen Temperaturschwankungen. Im Tal anzukommen war das beste Gefühl, was ich je hatte. Gerade weil wir vorher in so extremen Höhen unterwegs waren, habe ich mich wieder viel fitter gefühlt, weil die Luft wieder total gesättigt ist. Und vorher ist so viel schief gelaufen und wir haben wirklich ein paar Mal habe ich gedacht, das wird nichts. Und da wusste ich halt einfach so, jetzt hat's geklappt, jetzt kann mir keiner mehr nehmen und das war perfekt. Lutz Eichholz bleibt weiter auf der Suche nach neuen Extremen, ohne dabei leichtsinnig sein Leben zu riskieren.